Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Männerlords und ja, unsere Nahrung geht langsam zur Neige, 4 Monate nur noch. Ich weiß nicht, ob wir uns hier leicht übernommen haben mit der Einwohneranzahl. Brennholz sieht immer noch gut aus. Heute haben wir wohl... Könnten wieder ein bisschen Leder herstellen. Ich bin aber nicht ganz sicher, was der Schuster braucht. Also was macht der? Mal Gambeson. Wer stellt denn nochmal den Gambeson her? War das auch der Bogener? Nee, wer stellt Kriegsausrüstung her? Gambeson. Weiß ich nicht. Hier würde ich, wenn ich ihn ausbaue, würde ich nur eine Familie verlieren. Das können wir machen. Wir brauchen nämlich... Machst du jetzt Bier schon? Produzierst du Bier? 15 Gerste ist weg. Die 15 Gerste ist schon weg. Was hast du die denn hier? Er macht Bier. Bier, 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 Bier. Und du kannst dir Bier dann holen. So dass ihr ich brauche noch viel mehr Bier, brauche ich wahrscheinlich. Brauche Malz, ey. Was ist denn, wenn ich Gerste kaufe? Wie teuer ist Gerste, wenn ich die einkaufe? Handel? Gerste kostet 12. Malze? 14, ja. Ja, Malz habe ich aber noch 19. Also das reicht noch erst. Mangelunterhaltung minus 5. Steuer minus 2. Ja, das fällt aber weg. 3, 5. Wenn die Steuern wegfallen, dann bleiben wir im Vorteil. So. Du stellst was her? Klamotten hier, ne? Haben wir schon Klamotten irgendwo? Man weiß noch nicht, wie viel ich da herstellen muss. Ich habe schon Doppelfamilien genommen, ne? Oder ist es... Nee, das war eine Einzelfamilie. Wie viele Personen sind hier drin? Das ist eine Einzelfamilie. Das ist ein Einzelschneider. Okay, ein einziger Schneider für die ganze Stadt wird ja wahrscheinlich nicht ausreichen, ne? Sind wir da mal ganz pessimistisch und sagen, wir müssen auf jeden Fall noch einen weiteren Schneider haben. Der dann hier unten runterkommt. Ich brauche aber erst weitere Einwohner, um meine Jobs zu besetzen. Das ist mein Problem. Vor allem, ich habe ja, wie viele sind hier oben aktuell am Arbeiten? 1, 2, 3, 4. 4 Leute sind hier oben am Arbeiten. Tja, damit kriege ich ja dann nicht mal meine, im Winter meine Dingset. 5. 5 habe ich hier, 5, die entbehrlich sind. Sechs, die ich entbehren kann. Sechs. Da ist keiner mehr. Den könnte ich auch kurzfristig entbehren. 7. Sieben, sieben, sieben. Hier oben wird auch die Mühle gebaut, falls hier irgendwann fertig wird. 7. Ich krieg gerade mal 7 hin. Das reicht nicht. Wo ist denn der Rest? Warte mal, habe ich Holzfäller? Nee, auch nicht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Familien sind, 9 Familien sind raus. Das heißt, 20 Familien sollte ich eigentlich haben, die ich irgendwo einsetzen kann. Ach ja, hier. 4 und 3, das sind 7 Familien. 7, 7, 14, ja. Hier habe ich aktuell gar keinen mehr drin, auch nicht. Brauche mehr Einwohner. Egal, wie ich es rechne, ich brauche mehr Einwohner. Könnten die alle hier erweitern?
Ne, die nicht alle, aber die einige davon kann ich erweitern. Der wird noch gebaut. Hier liegt das Holz schon parat. Hier wird fleißig weiter gesägt. Ja, 5 Bretter, 39. Also wir haben genug Baumaterial haben wir hier rumliegen. Dass hier fleißig gebaut werden sollte. Ich habe aber noch nicht genug Familien, die bauen aktuell. Beziehungsweise dort wird gebaut. Ich brauche einfach mehr Familien, ne? Das ist so der... Hofstelle ist fertig gebaut worden. Sehr schön. 4 Plätze noch auf dem Marktplatz. Dann ist er bald voll. Könnten wir rein theoretisch die Straße hier rausschmeißen oder sowas? Und dann den Marktplatz einmal abreißen und neu bauen. Das ist ja ein bisschen größer oder so. Aber wobei, der Marktplatz in der Größe ist erstmal super. Ja, wir halten uns halt, ne? Was die Zufriedenheit angeht. So, neue Familie. Wunderbar. Da und da muss gebaut werden. Die können wir auch erweitern. Ich brauche einfach bis zum Herbst noch mehr Familien. 4 Monate. Mai. Das heißt Mai, Juni, Juli. Banditen wurden entdeckt. Okay. Also sie greifen uns nicht an. Wenn jetzt ein Banditenhorde uns angreift, dann stehen wir da. Weil ich noch keinen Schreiner habe, der Schilde herstellen würde. Die Frage, ob ich... Ja, doch, Bedürfnisse nicht. Lebensmittel? Was? Eier und Brot. Könnte mit Honig auch noch probieren, aber... das ist auch wieder Familien, die ich da reinsetzen muss. Die holen sich das Eisen daraus. Promoganzen müsste ich eigentlich hier oben wieder einen reinsetzen. So. Damit die hier effizienter Eisen herstellen können, weil die einfach dann direkt vor Ort das Eisen haben. Das wäre viel wichtiger für uns. Ah, die Flachsfelder, wie sieht es denn generell aus hier? 81. 3 Ernte. Yikes. 47er Ernte, das sieht nicht gut aus. Kein, doch, da ist das Gerstefeld. 18er Gersteernte, okay. Okay, Bier, also das läuft schon mal. Wie viel Gerste habe ich? Wie viel Malz habe ich noch? Keine Malze mehr, okay. Zumindest die Taverne ist jetzt erfüllt. Das heißt, Unterhaltungsmalus sollte nicht mehr fallen. Für Unterhaltung ist aktuell gesorgt für kurze Zeit. Hm. 4 Gerste, 7. Warum habe ich hier 0? Scheiße. Ich brauche mehr Dörfer. Scheiße. Hier muss einer rein. Nahrungsmittel. Bären. Was sieht hier oben aus bei euch? Wo sind die alle immer am Markt? Der Markt schluckt so viel Personal. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie viel Personal der schluckt. Krass. Aber die Zufriedenheit steigt wieder. Die Leute sind zufrieden, das ist gut. Das ist gut und wir können... Wir bekommen immer mehr Familien rein. Das Einzige, was mir im Nacken sitzt, ist ein Angriff von irgendwelchen Heinis. Die ich da nicht abwehren kann. Müssen hier gegensteuern. Hühner und Hühner. Hühner und Hühner, schnell dran. Das war ein Fehler. Hm.
Mehr Einwohner, ja. Ich könnte 65 Mann ins Feld führen, aber inzwischen... Naja, ist eher schwierig. Sieht es mit Brettern aus? 46 Bretter. Wir könnten den auch erstmal rausnehmen hier wieder. Und den rausnehmen. Das heißt, Bretter haben wir erstmal wieder genug. Mit drei Leute. Lager ist voll, ja. Juni ist. Wir haben zwei Skillpunkte zu verteilen, ne? Ach, guck mal hier. Ja, gut. Ich hoffe, das ist jetzt kein großes Upsi gewesen. Ich weiß nicht ganz genau, was das jetzt ausgelöst hat. Wenn wir zur Not sehen. Da ist noch zweimal Bier da. Im Juni. Ein sehr trockener Herbst. Ein sehr trockener Herbst, mein Lieben. Auch ein Schneider. Nee, Schneider nicht, sondern... Warte mal, Klamotten habe ich. Wie viele Klamotten habe ich denn jetzt auf dem Markt? Ich habe 31 heute sogar. Noch Leder? Kein Leder mehr. Wir sollten Leder herstellen. Aber was habe ich denn sonst auf dem Markt jetzt? Warte mal, da 37. 25 Schuhe habe ich. Da ist mein ganzes Leder hin. Mäntel und so weiter habe ich nicht. 20 Helme. Ich kann dir aber auch nicht sagen, dass die aufhören sollen, ne? Produziert es einfach Helme immer weiter. Vierzehn meine ich. Speere. Wir müssen halt, also ich brauche unbedingt mehr Speere, ne? Ich brauche halt auch Schilde jetzt. Die Frage: Ein Schildmacher. Ja, komm, ein Schildmacher machen wir hier raus. Der wird jetzt zum Schildmacher umgebaut. Wen brauchen wir noch? Die Schneiderei. Dietner was gestohlen. Ja, eine Beere, ist egal. Ein Bogenmacher brauche ich noch. Stimmt. Was? Den machen wir zum Bogenmacher hier. Ja, wobei warten wir mal eben kurz, bis sie das Haus hier fertig gebaut haben. Beide Häuser. Das wäre super. Und auch das hier. Ist das nicht so super wichtig? Nahrung sinkt immer weiter. Oh, 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 das ist nicht gut. Ich will gar nicht wissen, was die so an Nahrung hier selber produzieren dann. Fertig gestellt. Zack, Gemüse rein. Heute produziere ich, glaube ich, inzwischen genug, ne? Was heißt genug? Nee, nix da. So, jetzt haben wir wieder mehr Wohnraum. Ich brauche eigentlich mehr Familien halt für den Herbst, damit ich da wieder ordentlich auf den Feldern arbeiten kann. Ich muss halt zweimal 8 Leute rausziehen können irgendwo, ohne dass mir die ganze Wirtschaft zusammenbricht. 3x Flachs, ey, das können wir uns auch sparen hier mit dem Flachsgebiet, ey.
Alle Flachsgebiete machen wir zu Gerstegebiete, damit ich ein bisschen was an Gerste reinkriege. Oder vielleicht sogar zu Dingsgebieten, Getreidegebiete, weil ich halt meine Leute ernähren muss. 58 Getreide hätte ich hier. 4 Gerste. Es war auch wieder ein ganz schön beschissenes Jahr irgendwie, was die Ernte angeht. Brot ist bald nicht mehr da. Brot ist bald nicht mehr da. Dem können wir jetzt auch mal hier Höchste geben. Der soll auch mal fertig gebaut werden, bitte. Damit wir unsere Dings bekommen. So. Geil, dass hier noch ein weiterer Brunnen ist, ne? Das macht's. Die stockt irgendwie beim Laufen. Ah, die beamt sich. So. Piraten, die Unterhaltung ist wieder weg. Ja, Taverne hat kein Bier mehr. Das heißt, wir können den aus der Taverne rausschmeißen. Wie vom Herrscher gesichtet. Geht da oben wieder plündern, ne? Wahrscheinlich. Ihr seht, ich struggle, ne? Ich struggle. Ist das nicht zu fassen, ey? Das ist wirklich nicht einfach. Vor allem Nahrung jetzt, ne? 3 Brot nur noch. Es sind nur noch 3 Brote da. Da geht gleich die Zufriedenheit, geht gleich richtig runter. Wir haben Juli, wir haben noch den ganzen Juli und August vor uns. Ich habe die falschen Felder, ne? Das ist das bisschen Brot, was ich da rauskriege aus den Feldern, kann ich mir sparen. Das heißt, wir die kommenden Jahre oder sowas müssen wir auf Flachs verzichten hier. Auch hier unten. Da wird mal schön Weizen rausgemacht aus den Flachsfeldern. Das können wir das nächste Mal machen. Weizen, Weizen, Weizenfeld, Gerstefeld, 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 Weizenfeld. Da hatte ich hier eh nur einen Flachsfeld weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, müsste 3 Flachsfelder haben. Das ist ein Flachsfeld. Weizen im ersten. Gerste im dritten. Weizen im dritten. Gerste im zweiten. Gerste im ersten. Gerste ist durch. Gerste im ersten. Im zweiten. Zweimal Gerste. Im zweiten. 39 auf Weizen und hier 39 auf Weizen. Das ist egal, das ist das größere Feld. Hier geht Weizen drauf. So. Doppelweizenfelder. Da oben haben wir Weizen, Gerste, Weizen, Gerste, weil die Felder einfach hier so groß sind. Weizen, Gerste, Weizen, Gerste. Das sind die Gerstefelder, das sind die Weizenfelder hier. Der leisen Hoffnung, dass das Weizen da oben dann ausreicht. Die Mühle muss dann auch irgendwann nochmal gebaut werden, weil eine Mühle ist ein bisschen blöd. Wir haben lieber 2 Mühlen. Und ein Bäcker wird ein bisschen wenig sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich hier nochmal irgendwo nochmal ein weiterer Bäcker hinkommen. Oder vielleicht sogar hier oben. Aber ist der Weg soweit? Ne, der Bäcker kommt in die Nähe der Stadt. Wir könnten sogar bei der Entwicklung. Roggenanbau, Bewässerung, reduziert Dürre, da, Bäckerei, ne? Produziert mit einer doppelten Effizienz der Gemeinschaftsofen, Brot aus Mehl. Wandelt alle Handwerker, bewundert einen Handwerker um und genau. Das müssten wir hier über Flug gehen, ne? Ermöglicht den Einsatz von Ochsen am Bauernhaus, beschleunigt das Pflügen großer Felder signifikant und macht das Einlagern von Erntegut effizienter. Wir können uns weitere Ochsen holen, ne? Aber es ist hier eigentlich keine Nahrungsregion, ne? Diese ganzen Skillpunkte hier oben, die möchte ich eigentlich in der anderen Region einsetzen. Weil ich da halt auch Weizen anbauen kann, hier richtig im großen Stil.
Ich weiß halt nicht ganz genau, ob ich noch mehr Skillpunkte kriege. Da, Hofstätte, Stufe 3. Ah, wir kriegen wahrscheinlich noch viel mehr Skillpunkte. Und ist es dumm, das nicht zu machen? Ich bin da so ein bisschen am struggeln, weil ich sag mal, hier unten die Punkte. Köhlerei und das brauche ich aktuell nicht. Ich habe so viel Brennholz. Das wird mir niemals zu Neige gehen. Ne? Ich habe einfach zwei Brennholzstuben und dann wird da so viel Brennholz gekloppt. Wie sieht es da mit Eisen inzwischen wieder aus? Eisenbarren können sich so ein bisschen gegenhalten. Zwar hier, can't find space for weapon storage, Schmiede. Hier sind 14 Waffen, okay, aber... sehr viele Karren unterwegs. Könnte sein, dass ich bald ein neues Lager brauche sogar, ne? Wenn das so weitergeht. Wenn wir hier den Holzfäller abreißen, können wir da auch ein Lager wieder hinsetzen. Oder es kommt halt hier unten nochmal ein Lager hin, weil wegen dem Handelsposten, das wird hier auch ganz gut passen. Wenn wir hier nochmal ein Lager bauen oder so. Hier vor, da, Lager. Ein Speicher vielleicht auch, weil halt die Nahrung dann von hier aus da reinkommt oder so. Hier hätten wir halt eine dicke Straße, wo ich halt auch was anderes hinsetzen kann. Ja. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es bringt, hier Personal reinzusetzen, so in die Kirche. Ja, den können wir wieder rausnehmen. 12 Mäntel, Kräuter und so weiter. Sieht alles gut aus inzwischen. Heute haben wir auch genug, die müssen nur in Leder verarbeitet werden. Das heißt, hier können wir mal getrost wieder einen mehr reinsetzen. Hier haben wir ein paar, die zugewandert sind. Nahrung hält sich gerade bei 50. 50 ist aber nicht gut, ne? Sind wir ganz ehrlich, 50 sieht nicht gut aus. Haben wir hier oben noch Möglichkeiten? Ja, hier oben wird geackert. Dachziegel haben wir 70. Wie sieht es hier beim Bärensammeln aus? Da können wir einen zweiten mal reinsetzen, ehrlich gesagt. So. Wie schaut es hier aus? Den können wir zum Schildmacher jetzt machen, damit wir wieder mehr Leute bewaffnen können. Das wäre sogar sehr, sehr wichtig, den auszubauen. Und den hier können wir eigentlich dann auch aufwerten und den zum Schreiner machen. Warte mal, den haben wir jetzt zum Schildmacher gemacht, genau. Dann ist wieder der Bogen da noch. Wird hier noch gesägt wieder. Bretter habe ich, 28. Wir können wieder einen für die Säge einsetzen und wieder einen Ochsen wieder abkommandieren. Ist wieder Tag. So, Tischlerei. Kleine Schilde, große Schilde kannst du herstellen aus zwei Brettern. Wer braucht denn was hier bei der Miliz? Die brauchen kleine Schilde und Äxte. Seitenwaffen. Nee, Seitenwaffen sind das. Nevermind, wir können auch 14 kleine Schilde herstellen. Eigentlich will ich davon alle haben hier. So, heißt kleine Schilde, große Schilde müssen hergestellt werden. Wie viel Stangenwaffen habe ich denn aktuell im Lager? 36 von 36 Speeren. Ja, dann kann ich hier doch jetzt eigentlich wieder sagen, hey du, mach mal Seitenwaffen bitte. 36 von 36 ist eine super Sache. Dann machst du jetzt bitte mehr Stangenwaffen. Da können wir einen Bogen daraus machen. Ja, komm, machen wir hier den Bogen daraus. Hier wird ja eh schon gebaut dann wieder. Gut, dass ich übrigens, also wirklich gut, dass ich die Stadt erweitert habe, ne? Bin ich ganz ehrlich. Da bin ich super glücklich drüber. Ansonsten säßen wir jetzt hier und denken uns, joa, Leppidi, so, ne? Brot ist auf. Eier, ah, ja, jetzt wird noch Omelette gegessen. Es gibt nur noch Omelette. Aber jetzt gibt es nur noch Omelette. Bis zum Herbst. Verflucht, ey.
Lass mir die Haare vom Kopf. Wenn ich irgendwie die 50 halten kann, wäre geil. Wie viel habe ich denn da hinten eigentlich? An Bären jetzt. 6 Bären. Er sagt mir, dass er auch auf dem Stand ist. Diese Familie betreibt einen Marktstand. Wenn du ihre Zuweisung entfernst, muss der Markt von jemand anderes übernommen werden. Ey, so viele Marktstände hier. Dann müssen wir die alle abreißen einmal und gucken, ob die sich wirklich alle wieder neu aufbauen. Ja, das kapiere ich noch nicht ganz. Finden wir da irgendwelche Informationen zu den Marktständen? Bevölkerungswachstum, Errichtung von Gebäuden, Handwerker, Erweiterung, Travel Merchant, wichtige Verbrauchsgüter, Handelspunkt. Siedlungsstufe? Nee, Einfluss nicht, Schatzkammer nicht. Region nicht, Regionsvermögen, reserviert? Stand dafür, Gebäude reserviert und deshalb länger Teil der Überschuss ist. Bestand der für die Produktion. Achso, okay, nevermind, das meinte. Bestand. Überschuss, Lagergebäude. Diese Gebäude werden in der ersten Linie zur Lagerung und Verteilung von überschüssigen Ressourcen benutzt. Lagerhaus, Großlagerhaus, kleiner Speicher, großer Speicher. Lagerhäuser nutzen allgemeines Lager. Während Speicher ein Lebensmittellager und für Nahrung, okay. Wetterschaden, Regen und Schneefall können geschützte Ressourcen beschädigen. Um Ressourcen zu schützen, müssen diese im Lager, genau. Lagerkapazitäten, Schwierigkeitsgrad, genau, können wir einstellen. Wirkungswachstum. Wir können auch zu Banditen werden, wenn die öffentliche Ordnung niedrig ist. Können die zu Banditen werden? Oh mein Gott. Ist auch cool. Von Gebäuden, Familien. Familien sind die Grundlage der Einheit, genau. Braucht pro Monat eine Nahrung bis zu bei Brennstoff. Familien leben in Wohngebäude. Okay, eine Nahrung pro Familie. Ne? Das heißt, ich muss 12 Brote pro Familie eigentlich haben, um die alle mit Brote zu versorgen. Das heißt, für 12, ich bin jetzt bei 40 Familien. 41. Dann haben wir 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Familien haben wir später. Wenn die hier überhaupt alle schon eingezogen sind. Sagen wir mal 55 Familien. Oder einfach zu rechnen 50. Weil wir produzieren auch noch ein bisschen Ei und so weiter und andere Ressourcen. 50 Familien mal 12 und 500 600, ne? 600, 600 Brote bräuchte ich. 600 Brote. Die reine Ernährung. Was erzeugen wir in diesem Jahr, im kommenden Jahr? Wir erzeugen 50. Hundertacht Brote. Was kostet es denn, Brote einzukaufen? Wir können Fleisch einkaufen. Das ist günstig. Eier und Gemüse ist günstig. Ne, 12 kostet das alles. 12, 12, 12. Ja, 12. Wir könnten Fleisch einkaufen. Nachdem für die Errichtung einer Handelsroute bezahlt wird, wird der ausgewiesene Warenhändler regelmäßig eine Region besuchen. Dachziegel und Steinblöcke. Tja. Schwierig. Wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir das machen, ne? Produzierst du denn schon Schilde? Ja, macht er. Wunderbar.
Haben wir noch Werkzeug? Ja, 36 Werkzeug noch. Sehr gut. 8. Ja, hier. Es steigt langsam wieder unsere bewaffneten Anzahl. Folge von 5. Haben wir nicht mal 7? Da sind mir welche da abhanden gekommen. Warte mal. Sehr frech. Nicht Burgplaner, Quatsch. Ah ne, jetzt muss ich hier beim Militär. Ich muss die anklicken, ja. Und dann hier customizen. Unsere Hochgelevelten sind nicht mehr da. Komisch. Ich hätte doch welche extra da investiert hier, dass die Level up waren oder so. So. Was sind denn aktuell gebaut eigentlich? Ist das Herrschers gesichtet? Okay. Sind da oben am Gange? Nehmen die da was ein oder so? Wir brauchen eigentlich das andere Dorf nebenan. Als Ernährung. Die müssen einfach riesige Felder hier anbauen. Die brauchen natürlich auch Leute, aber die können sich mit Fleisch und Bärenbüschen erstmal über Dings halten. Und dann bauen die dann, also Fleisch und Bären würden ja ausreichen, rein theoretisch, dass die sich dann hier einfach nur rudimentär ernähren darüber. Das gesamte Brot, was ich generiere, wird rübergeschickt in die Stadt. Die muss ernährt werden hier. Das ist so die Zukunft wahrscheinlich, der wir hinterherjagen werden. Wenn wir das eingerichtet haben, das wäre mega. Das wäre absolut mega, wenn wir das hingekriegt haben. Wie viel Wolle habe ich inzwischen wieder? 26 Wolle. Wie viel Garn noch? 71, ne? 12 Mäntel, 45 Schuhe. Ja, Leder geht mir auch gut abhanden hier. Eisen Darm arbeiten. Was wird denn aktuell gebaut hier? Sind die irgendwie am werkeln? Nee, ne? Nein. Wie viel Holz habe ich noch? 18. Ja, langsam geht uns das Holz auch wieder zur Neige hier. Ach, hier. Bretter, ne? Was sind die wieder am machen? Sollten sie eigentlich. Wo trägst du denn das Holz hin? Ah, okay. Okay, aber wo ist denn unser Bautrupp? Obwohl, das ist egal, ob wir Lieder haben oder nicht, ne? Wir können hier einmal rausziehen, der soll beim Bauen helfen. Dann haben wir Juli, gleich haben wir noch August. Hier sitzt ja gar keiner drin, das stimmt. Wie viel Leben habe ich noch? 71, ja, das reicht, Dicke. Haben sie einen kleinen Schrein hier gebaut? Auch nicht, ne? Ah, ich komme mit dem Bau nicht hinterher. Ich komme mit dem Bau nicht hinterher. Oh, hier bekommt das Höchste. Soll fertig gebaut werden hier. Bitte? Weapon Storage. Tischlerei. So viele Waffen gebaut jetzt. Jetzt, nee. Oder mal kleine Sachen, kleine Schilde herstellen. Hey, neue Familie, wunderbar. Und auch hier beim Bau helfen jetzt. Gespeichert, wunderbar. Mittlere. Seid ihr hier schon fertig? Nee, da fehlt das Holz, aber, ne? Hier muss Holz geliefert werden. Und hier los, die Ochsen.
Dank der Beeren steigt die Nahrung gerade so ein bisschen. Die Ziege rennt die ganze Zeit im Kreis hier. Sit, sit, sit. Drei Leute, die bauen. Da ist die. Also muss noch fertig gebaut werden hier, genau. Wie schaut es hier vorne aus jetzt? Immer noch kein Holz. Die bringen alle Stämme irgendwo sonst wohin. Ach, der bringt die von da nach da. Okay, endlich. Er wollte mich nur verarschen hier. Ich laufe von hinten ran. Ja, von vorne darf nicht irgendwie. Nur von hinten angeliefert. Daraus machen wir jetzt einen Bogener. Daraus wird ein Bogener gemacht. Lager ist voll. Ja, warum hast du denn alles voller kleinen Schild und Hiebwaffen, mein Lieber? Was ist denn deine Mission? Wieso stackst du dich denn mit deinem Lager so voll? Du Nase. Wie viel Kämpfer kann ich denn maximal ausrüsten? Ich habe 70. Also wir haben genug Potenzial auf jeden Fall da, ne? Damit wir ausreichend Leute ausrüsten können. 16, 15. Na, guck an. Jetzt noch Bogenschützen hinterher. Dann haben wir schon eine ordentliche Armee wieder zusammen. Alle mit Helm inzwischen wahrscheinlich. 23 Helme. 24 Helme. Ja. Also, Helm ist auch ready. Helm ist auch ready. Das heißt, allein dieser eine Helmmacher da oben, da hätte ich auch eine Einzelperson nehmen können, ey. Meine Familie ist eingezogen. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Ja, die können beim Bau helfen. Erstmal alles fertig bauen hier. Ah, never mind. Die Felder sind... Jetzt ist kein Pardon mehr. Also werden erstmal die Felder bearbeitet hier. Das heißt, wir schmeißen die raus. Die raus. Die raus. Werden noch Früchte gesammelt? Nee, nicht mehr. Das heißt, die beiden können auch raus. Er kann raus. Er kann raus. Die Familie für Bauarbeiten, ja, immer noch nicht. Der Schafzüchter, der kann raus. So, jetzt ist die Frage. Hier sind jetzt alle drinne. Hier komme ich nicht auf ganz auf. Nehmen wir auch einen hier raus. So. So. Flachs geerntet. Weizen und Gerste wird geerntet. So, 11 Gerste wieder. Das heißt, gleich haben wir wieder Unterhaltung. Beziehungsweise es kann wieder Bier gebraut werden. Wie sieht es hier oben aus auf den Feldern? Hier haben wir jetzt 55 Weizen, 4 Gerste. Wow, 4 Gerste. Hier haben wir auch ein bisschen mehr als 50, 60 Weizen, irgendwie so die Richtung. Hoffe ich, dass auf den Feldern durch Regen jetzt nicht zerstört wird. Ich brauche nämlich jedes Krümelchen. Hofstätte Stufe 2 abgeschlossen. Ey, okay. Nee, der daneben ist es. Du kannst jetzt einen Bogener bekommen. Wir haben den Schmied, wir haben den Schneider, wir haben den Schuster, wir haben das. Schreinerei, den will ich aber ja später noch einer hier bauen. Das heißt, hier kommt jetzt der Feilmacher-Werkstatt kommt hier rein.
Und hier kommt nachher noch eine Schreinerei rein. Die Schreinerei soll dann nämlich nachher Rüstungen machen und Schilde und so weiter. Und dann, ja, wobei, nee, oh nicht. Genügend Leute als Ohr, als Dingsknechte eingewiesen. Oh, never mind. Ah ja, aber jetzt wieder eine Figur mehr fehlt, stimmt. Das heißt, wir können... eine Person rausnehmen. Und es kommt tatsächlich zum Konflikt. Es kommt tatsächlich zum Konflikt. Gut, dass wir uns gerade quasi passend vorbereitet haben. Problem ist, meine Felder sind noch bestellt. Die müssen noch geerntet werden. Kommt mir nicht gelegen zur Erntezeit. 18, 18, 18. Okay, vielleicht kann ich mir auch einfach Söldner holen, um das Problem, sag ich mal, schonender zu losen, zu lösen für meine Leute. Eibau, Gold, Goldhof. Hofstätten. Goldhof, Hofstätten. Stehen wir hier oben. Käme ich zu spät. Für die Plünderer. Goldhof ist irgendwo anders. Goldhof ist hier. Nee, wir kriegen das mit den Söldnern gerade nicht hin. Oder? Hofstätten, Eichenhau. Wo ist denn Eichenhau? Eichenhau, Eichenhau, Eichenhau. Auch das heißt, die würden von da kommen. So, welche ist das? Ich könnte probieren, auch sie direkt hier abzufangen. Warte mal, indem ich mir jetzt Söldner hole. Kleinen Moment. Hofstätten. Das ist eine ganz schön große Söldnerarmee. 90. Ja, die müssen sich jetzt beeilen. Beute ist fertig mit dem Pfeilmacher. Wunderbar. Wir ziehen schon wieder gnadenlos hier. Es ist zu spannend, Leute. Es ist zu spannend. Der macht jetzt einfach nur Bögen hier, glaube ich, ne? Pfeilmacher. Tischler. 25 Nahrung nur noch. Scheiße. So, die Gerste, das ist alles durch. Können wir aber gleich direkt schon mit den Dings anfangen. Ah, sind wir schnell genug, ist die Frage. Sind wir schnell genug? Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwie es schaffen, unsere Nahrungsprobleme zu lösen. Ansonsten wird das ein Problem werden, ein gewaltiges Problem werden. Gut. Mach's gut. Haut rein. Ciao, ciao.